Okay. Bleiben wir wachsam. Gemütlich. Hier schlafen. Sind sie alle wie in einer Art Kommune? Was meinen Sie, John? Wollen wir hier alles auf den Kopf stellen? Was auch immer das bedeutet, es klingt nicht radikal genug. Na schön, schalten wir sie aus, ohne allzu viel Lärm zu verursachen. Okay, legen wir los. Willkommen, ihr Glücklichen! Tretet vor! Ihr erfüllt mich mit Demut, denn ihr seid erwählt. Erwählt durch den Archon. Erwählt für den Aufstieg. Erwählt für den Aufstieg! Was? Wieso wehren Sie sich nicht? Das sieht wie eine Art Ritual aus. Die Angara sind wie in Trance. Ich kenne die Moschei. Sie ist nicht da unten. Aber vielleicht in einer dieser Kapseln. Sie könnte überall sein. Sie wollten eine Ablenkung? Na, dann ändern wir mal den Plan. Das kann nicht sein! Archon! Was willst du? Ein Angriff! Ich verteidige den Tempel! Arthur! Ist die Moschei unter ihnen? Nein! Es erwartet den endgültigen Aufstieg! Dann erledige das und bring es zu mir! Endgültiger Aufstieg? Wieso endgültig? Was haben Sie vor? Wir müssen die Angara retten! Wir sind wegen der Moschei hier. Oberste Priorität. Für Sie vielleicht. Mein Schiff, mein Team, meine Regeln. Hat sie sie wirklich die Erwählten genannt? Ja, aber wofür sind sie erwählt? John, könnten Sie das hier womöglich wollen? Nein, natürlich nicht. Ach, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Was auch immer es ist, wir müssen die Moschei da rausholen. Folgt unseren Leuten! Wohin haben sie gebracht? Der Widerstand konnte es offenbar nicht abwarten. Bitte komm, Pathfinder! Ich höre. Wir haben Commander Dozier kontaktiert. Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen auch Wissenschaftler schicken. Und Techniker. Wir müssen so viele Informationen wie möglich sammeln. Verstanden. John, unser Einsatzziel ist weiterhin die Moschei.
Natürlich. Dennoch dürfen wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Diese Kerle hier fragen. Wer übernimmt das? Cora? Mir ist eher nach erst schießen, dann fragen. Pathfinder, bitte komm. Alles okay bei Ihnen? Bisher schon. Wir haben die Hauptkammer hinter uns gelassen und dringen weiter vor. Dieser Ort ist verrückt. Was sehen Sie? Es ist wie... Ich weiß nicht, eine... bizarre Kirche? Ach, total merkwürdig. Wir haben einen Raum voller Gefangener gefunden, die in Trance versetzt wurden oder sowas. Wir konnten sie nicht zu einer Evakuierung überreden, also mussten wir sie zurücklassen. Sam, hast du schon rausgefunden, wie hier alles funktioniert? Ich mache Fortschritte, Pathfinder. Allerdings hatten die Angara keinerlei Informationen über diese Einrichtung. Soll ich meine Prioritäten ändern? Sind sie in Gefahr? Wir kommen schon klar, Sam. Aber danke. Also steht hier G. Gibt's hier irgendwas? Ein Wartungstunnel. Das müsste der richtige Weg sein. Wir kommen näher. Das spüre ich. Das ist eine ähnliche Schildtechnologie. Ich kann sie dir anbieten. Es muss einen Grund für all diese Sicherheitsmaßnahmen geben. So viele Kapseln? All diese Zeit. All diese Gefangenen. Wir könnten versuchen, sie zu scannen. Ja, und zwar schnell. Weibliche Angara, gesund. 176 cm groß. Bisher keine Entbindung. Ich konnte bisher niemanden finden, dessen Daten mit ihren übereinstimmen. Ryder, wenn Sie eine Konsole finden, werde ich versuchen, darauf zuzugreifen. Okay, Cat Terminal. Wollen wir doch mal sehen, was du hier drin versteckst. Sam? Suche wird durchgeführt. Die Erwählten wurden nach genetischen Daten erfasst. Beeil dich bitte! Ich arbeite mit Höchstgeschwindigkeit daran, Informationen in einer fremden Sprache und Technologie mit angaranischen Datenbanken abzugleichen. Die Moschei war hier, aber ihre Kapsel wurde vor wenigen Augenblicken weitergeleitet. Sie wurde weitergeleitet? Wohin? Die Kapseln werden von hier in umliegende Räume befördert. Alles klar. Gehen wir. Pathfinder, bitte kommen. Ich höre. Unsere Verstärkung trifft ein. Wir gehen zurück und treffen uns mit ihnen. Wir haben eine Spur zur Moschei.
Wir denken, sie lebt noch. Bei den Sternen, das sind gute Neuigkeiten. Wir bleiben in Verbindung. Was ist das für ein Raum? Der merkwürdigste, den wir bisher entdeckt haben. Echt unheimlich. Noch ein Dekontaminations... Runter! Sam, kannst du irgendwas unternehmen? Arbeite dran. Verschonen Sie den Angara! Seien Sie vorsichtig! Töten Sie ihn nicht! John, er schießt auf uns! Es ist nicht seine Schuld, John. Das haben die Kette aus ihm gemacht. Zeit zu sterben, ihr Monster! Ihr Verbrecher! John! Die hätten wir. Okay. Geht's allen gut? Also, was zum Teufel war das? Das ist nicht in Ordnung. Das ist ganz und gar nicht in Ordnung. Ich habe schon eine Menge Scheiße gesehen. Aber das hier ist einfach nur böse. Machen die Angara zu Cats. Jaw. Sie sind wir. Die Mushai. Es gibt noch mehr Räume. Ich scanne weiter nach ihr. Wir müssen sie finden. Schnell. Sie sind wir. Ja. Wie viele habe ich getötet? Ich wusste es nicht, Ryder. Jaw, die Schuld trifft allein die Cat. Das macht es nicht besser. Nein. Aber vielleicht stärkt es den Widerstand. Vielleicht. Ryder! Jaw! Ich hab sie! Hier unten! Los, los! Sam, ich muss in diesen Raum. Jetzt! Die Kontamination wird überbrückt. Sie hat die Moschei! Moschei, Sefer! Wir werden sie retten!
Sam, was hast du für uns? Ich konnte am letzten Terminal auf die Pläne der Einrichtung zugreifen. Ihr wahrscheinlichstes Ziel ist die Shuttle-Rampe weiter oben. Da ist sie! Ich sehe sie! Sie wollen sie wegschaffen! Halten Sie durch, Moshai Sepha! Wir werden sie befreien! Sie werden es nicht bekommen! Nein, Sie werden sie nicht bekommen! Dein eigener Aufstieg beschützt dich. Sie sind nur ein mangelhaftes, unwissendes Geschöpf. Beschützt die Erwählte! Schickt Verstärkung! Ich habe sie. Wir holen sie hier raus. Kein Gefangener der Cat ist je wieder zurückgekehrt. Dann sind Sie die Erste. Verschwinden wir von hier. Ich bin nicht allein hier. Sie haben die gesamte Zelle entführt. Ihre Werte sind nicht gut. Ihr Immunsystem ist geschwächt. Es ist für den Archon bestimmt. Sie kommt mit uns. Moment, ich will wissen, warum der Archon... Arrogante Dummköpfe, es ist ein Geschenk und Sie verweigern es ihm? Sie verwandeln sie in Monster, die ihr Volk bekämpfen. Diese Erwählten erlangen eine Größe, die ihr Verständnis übersteigt. Ich war einst ebenso erbärmlich wie sie
Doch die DNA des Archons ist mit meiner verflochten. Seine Größe erhöht auch mich, so wie die Erwählten. So wie eines Tages auch sie. Toll. Nur leider kann man Größe nicht erschaffen. Pathfinder, ich registriere mehrere Capkreuzer im Anflug. Sie alle erwartet der Aufstieg. Sam, hat dieses Horrorszenario auch einen Ausschalter? Ich kann das EM-Feld auf Ihren Befehl hin überladen. Wir müssen zuerst unsere Leute befreien. Uns fehlt die Zeit, hunderte Kapseln zu öffnen und den Angara darin zu helfen. Hören Sie! Lassen Sie den Tempel unversehrt und ich werde die Kapseln der Erwählten öffnen. Nehmen Sie sie mit. Nur verschonen Sie diesen heiligen Ort. Nein, er muss zerstört werden. Selbst wenn ich hier sterbe. Wir zerstören ihn ein andermal. Jetzt müssen wir die Leute retten. Wenn Ihr Plan scheitert, werden die Cat einfach weitermachen. Bei allem Respekt. Unsere Leute sind hier. Unsere Kämpfer, unsere Wissenschaftler, unsere Stärke! Na schön. Lassen Sie die Angara frei. Notfallabriegelung einleiten. Lasst die Erwählten frei. Jor, der Widerstand soll so viele wie möglich rausholen, bevor die Kette eintreffen. In Ordnung. Und danke. Auch ich danke Ihnen. Wie ich sehe, erkennen Sie langsam, welch... Nicht wirklich. Sie hatte Schlimmeres verdient. Wir haben die Moschei. Es wird Zeit zu verschwinden. Da kommen die Cat. Sie werden uns nicht ohne Kampf gehen lassen. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier ausgehen wird. Ich werde Ihnen helfen. Kommen Sie! Stellen Sie sich zu mir! Nein, Moschei! Schonen Sie Ihre Kräfte! Diese Entscheidung treffe ich! Bitte komm! Sie haben die Moschei! Hekt! Schaffen Sie unsere Leute raus! So viele wie möglich, bevor Verstärkung eintrifft! Mach ich! Aber wir sollten diesen Ort zerstören, solange wir hier sind! Oh! Achtung! Shuttle! Wir werden hier überrannt! Entweder Sie kommen jetzt hier runter oder Sie können unsere Leichen abholen! Tut mir leid, ich kann unmöglich landen. Bringen Sie das Shuttle auf Höhe des Daches, dann sehen wir weiter. Pathfinder! Wir sind soweit, holen Sie uns ab! Alles klar, wir sind unterwegs. Der Sturm wird schlimmer. Wir müssen von hier weg. Sofort! Ryder, da kommt immer mehr Verstärkung! Okay, auf zum Shuttle. Na los, los! Thank you.
Shuttle! Widerstandsteam, bitte kommen! Ich höre Sie. Alles läuft gut. Bringen Sie Ihr Team raus, bevor die Cat Eye treffen. Kein Problem, wir schaffen das. Der Streit tut mir leid. Was wir gesehen haben, war ein Schock. Ja, mein gebrochenes Herz wird niemals darüber hinwegkommen. Entschuldigen Sie uns, Lexi. Natürlich, aber überfordern Sie sie nicht. Sie ist noch immer ein wenig labil. Hat sie gerade gesagt, ich sei senil? Labil. Jol sagt, sie wären ein Pathfinder aus der Milchstraße. Können wir uns unterhalten? Ach, jetzt interessiert es Sie also, was ich zu sagen habe? Ich habe getan, was ich für richtig hielt, und ich stehe dazu. Dann verstehen Sie auch, wenn für mich die Zeit gekommen ist, das zu tun, was ich für richtig halte. Also diese Einrichtung, welchem Zweck dient das alles? Sie nennen es den Aufstieg, und Sie betrachten es als ein großes Geschenk für diejenigen, an denen Sie ihn durchführen. Als Geschenk? Sie entführen uns. Sie verderben und zerstören uns. Oder diejenigen, die wir lieben. Ich kann nicht... Es ist ein komplexes genetisches Konstrukt, ein Austausch von Merkmalen, mit dessen Hilfe die Cat ihre Spezies weiterentwickeln. Sie stehlen also Gene. Aber warum? Reproduktion. Dominanz. Tyrannei. Auslöschung. Ja, und doch brachte mich der Archon nicht auf sein Schiff, um mich zu verwandeln. Ich wurde gefoltert, bekam keinen Schlaf und wurde immer wieder zu ihm gebracht. Er zeigte mir Reliktech und schlug mich, wenn ich nichts sagte. Oh nein. Relikte, natürlich. Er ist besessen. Wie Sie. Ja. Jol hat es mir erzählt. Sie wollen in Ayas Gewölbe. Meine Leute sind so weit gereist. Ohne ein neues Zuhause werden wir sterben. Und diese Reliktgewölbe könnten der Schlüssel sein. Ein Schlüssel, der uns allen weiterhelfen könnte. Ich habe Mitgefühl mit anderen. Im Gegensatz zu Ihnen. Aber Gefühle dürfen der Wissenschaft nie im Weg stehen. Ich bringe sie hin. Danke. Ja. Danke, Moschei Sefa. Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworte ich sie Ihnen gerne, Pathfinder. Ja.